Er ist einer, der will diese Boxnächte, die wir in der Jahrtausendwende genießen konnten, wieder populär machen. Und ist angetreten und ist erst 18 Jahre und schon Box-Junioren-Weltmeister. Und er wird mal ein ganz großer werden. Und er ist offenbarer Bub. Herzlich willkommen, Luca Cinquanci. Danke. Hast vorher, habe ich gehört, stimmt das wirklich, bist vorher Kart gefahren, also diese Go-Karts? Genau, ich bin professionell Kartrennen gefahren in ganz Deutschland. Habe auf Meisterschaften gefahren und alles, aber es wurde dann irgendwann mit der Zeit viel zu teuer. Und dann sind wir zum Boxen umgestiegen. Wieso teuer? Also wenn ich jetzt... Bin auch schon mal Kart gefahren, da habe ich irgendwie 30 Euro bezahlt. Das ist tatsächlich was anderes, weil man muss sich ja das Kart kaufen, die Motoren, die... Ach, das musst du kaufen, du kannst gerne reingehen und sagen, nein, hier, den nehme ich. Das sind keine Leihkarts, so wie man die aus der... Ach so. Kennt. Nee, und dann musst du die kaufen, was kostet so ein Ding? Also um die 5.000 bis 6.000 Euro circa. Eins? Okay. Aber wenn du dann eins hast, hast du ja einmal bezahlt. Du musst jede Saison oder jede zweite Saison neues kaufen. Ja. Das ist scheiße, der Sport. Ja, das ist definitiv scheiße. Wir haben uns mal getroffen, als er mit so einem roten Schlitten davor gefahren hat. Ich gesagt, Respekt, du, mit 18, der hat's gebackt. Und, Was ist denn dein absolutes Lieblingsauto? Also wenn Geld keine Rolle spielen würde, jetzt könnte eine Fee vorbei und würde sagen, welches Auto willst du haben? Rolls-Royce. Nein, die mag ich nicht. Nee. So ein LaFerrari. Ja, Ferrari. LaFerrari. LaFerrari. Genau. Ich kenne Ferrari, aber was ist jetzt LaFerrari? So ein limitiertes Modell von Ferrari, die sind, glaube ich... Was kostet der? Ja, ich glaube 3 Millionen so. Alter, sag doch was, dann lesen wir mal zusammen, du. Hier, das Publikum, mein Publikum ist sehr spendabel, da holen wir was für dich. Vor zwei Wochen hast du in Düsseldorf... In Düsseldorf im Autokino, genau, ja. Wie ging's aus? Gewonnen? Ja. Sehr gut. Danke sehr. Ich muss nur sagen... Wir wollten ja die Sendung auch schon vor zwei Wochen machen und dann hast du mir per WhatsApp ein Foto geschickt, da habe ich gesagt, für dich war es auch besser, dass wir zwei Wochen verschoben haben. Tatsächlich, ja, ich war ein bisschen blau. Du sahst aus, als wenn du gegen den ICE gelaufen wärst. Ja, das nicht, aber der Gegner hat schon ein paar Mal getroffen. Ich habe komplette Distanz durchgeboxt. Genau, ne? 6 Runden, ja. Kein K.O., 6 Runden und dann gab es richtig, da war schon schwierig, oder? War ordentlich, ja. Passiert es in der Regel, die schmeißen mir Schlüpfe und BH und alles. Ehrlich? Hast du sowas noch nie gehabt? Das hatte ich tatsächlich noch nie, da hat mir noch keiner ein BH in den Ring geworfen. Weißt du was, ich bin zu allen meinen Gästen gut, du sollst einmal dieses Gefühl erleben können, ja? Pass mal auf jetzt. Okay, das ist... Das ist das von... Oh, guck mal hier! Okay, Luca, ich hab dann auch einen mit. Hm.